Es sind drei Themen, die heute im Vordergrund stehen. Erstens die Reaktion auf die doch vergleichsweise miesen Zahlen von Tesla. Zweitens das plötzliche und doch relativ unerwartete Vorgehen der US-Notenbank Fed, die nicht nur offiziell angekündigt hat, das sogenannte Bank Term Funding Program, also dieses Notprogramm für Banken in den USA zu beenden. Das war noch erwartet worden, aber man setzte die Zinsen für dieses BTFB bis zum Ende der Laufzeit nach oben. Das bedeutet, dass US-Banken keine Arbitrage-Geschäfte mehr machen können. Und dann wird es interessant zu sehen, wie ab März hier diese Banken, die Regionalbanken agieren, die ja so ein bisschen aus dem Fokus geraten sind. Das ist Thema Nummer 2. Und Thema Nummer 3, das ist die EZB. Was wird sie sagen in Sachen Zinsen, nachdem die Wirtschaft in der Eurozone ja ziemlich mies dasteht, während gleichzeitig offenkundig die Inflation vor allem in Deutschland wieder nach oben gehen wird? Wenn wir vor allem die Januarzahlen aus Deutschland bekommen werden, dürfte das doch ziemlich eindeutig sein. Jetzt haben wir diese ganze Geschichte noch im Roten Meer mit Lieferkettenproblemen, mit Transportkosten, die in die Höhe schießen. Das dürfte den inflationären Druck weiter erhöhen und dann die EZB in eine schwierige Situation bringen. Schwierig ist die Situation auch für Elöne. Der musste gestern Zahlen vorlegen, die doch enttäuscht haben. Umsatz und Gewinn unter Erwartung, vor allem die operative Marge wird immer schwächer, keine Frage, weil natürlich Tesla die Preise senkt. Warum senkt Tesla die Preise? Weil die Nachfrage nicht mehr so da ist nach den E-Autos erstens und zweitens, weil eben jetzt immer mehr Konkurrenz auf den Markt kommt, vor allem die Chinesen werden da dem Elöne gefährlich werden. Die Aktie gestern 6% gefallen und diese Aktie ist nach wie vor auf dem Niveau, auf dem sie war vor genau einem Jahr. Aber vor einem Jahr hatte man noch erwartet, dass Tesla einen Gewinn pro Aktie von $7 erzielen wird. Jetzt erwartet man, dass die Gewinn pro Aktie bei $3,7 ist. Also nur knapp mehr als die Hälfte. Das heißt, im Grunde ist die Hälfte dessen, was man sich erwartet hat, schon mal eigentlich futsch. Tendenz geht weiter nach unten, weil die Margen wahrscheinlich nicht deutlich besser werden. Und für die Aktie von Tesla wird es jetzt interessant. Die ist überverkauft, nachdem es zuletzt ja nach unten ging. Und viele haben gesagt, okay, das könnte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein, eigentlich eine bullische Formation, die dann nach oben ausbricht. Aber das muss auch passieren. Es droht jedoch das Gegenteil, nämlich ein Trendbruch. Wenn es eben so ist, dass die Aktie knapp 6% hier nachbörslich verliert. Mal sehen, wie es heute reinkommt. Da haben einige US-Banken etwas zu verlieren, vor allem Morgan Stanley, die hier dem Elöne die Kohle geliehen haben, damit er Twitter kaufen kann. Und da ist wahrscheinlich dann die nächste Kaufempfehlung gar nicht weit um die Ecke, wie mir jemand aus Österreich heute getwittert, heute per WhatsApp gesagt hat. Die haben viel zu verlieren. Da ist einiges im Feuer, also muss man vielleicht versuchen, den Kurs irgendwie zu stabilisieren. Das werden wir sehen. Die Fed hat auch Stabilisierung versucht, nämlich als man sagte, wir haben ein Problemchen, dann machen wir einen Bank Term Funding Program, also ein Programm, wo ihr euch wunderbar die ganze Geschichte, die ganze Liquidität reinsaugen könnt, nachdem euch die Gelder von den Konten abfließen. Jetzt hat die Fed erklärt, dass das am 11. März enden wird. Das war erwartet, das hatten einige Fed-Mitglieder schon angedeutet. Aber was das eigentliche Interessante ist, dass eben hier die Zinsen jetzt für dieses BTFP praktisch genau dem angeglichen werden, was die sogenannten Interest Rates on Federal Reserve sind, also die Bankreserven, die die Banken bei der Fed hinterlegen. Das bedeutet, die Banken haben vorher ja Folgendes gemacht. Hier sehen wir mal den Zins, den man zahlen musste bei diesem Bank Term Funding Program. Das waren so um und bei 4,87%. Und was man
Was die Fed zahlt auf Bankreserven sind 5,4%. Die Banken haben sich also etwa für 4,8% Geld geliehen und es dann für 5,4% angelegt. Praktisch ein risikoloser Gewinn von 0,6%. Klingt nicht viel, aber wenn ich jetzt natürlich Milliarden über Milliarden das da anlege, dann sind diese 0,6% schon durchaus relevant. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen eben diesen verschiedenen Zinssätzen. Das hat diese Arbitrage, diese Geschäfte erst ermöglicht und dementsprechend sehen wir auch, dass eben die Volumina immer weiter gestiegen sind. Klar, wenn ich Geld geschenkt bekomme, dann nutze ich das und die Banken haben das getan. Wie werden jetzt die Regionalbanken vor allem darauf reagieren? Das wird eine Frage sein, die heute im Vordergrund steht. Gestern hatten wir ja, und das ist auch ein Thema für die Banken, in Sachen Anleihen eine Auktion einer 5-jährigen Anleihe. Ziemlich mies, relativ schwache Nachfrage von Ausländern. Die Käufer waren nicht wirklich so stark bereit. Schlechteste Auktion seit September 2022. Das hatte die Renditen nach oben gebracht und dann die Aktienmärkte, die vorher komplett im Rausch waren, ein bisschen ernüchtert. Hier sehen wir mal die Rendite der 5-jährigen US-Anleihe. Heute haben wir um 19 Uhr eine Auktion einer 7-jährigen Anleihe in den USA. Also da muss man immer drauf gucken, weil das ist marktrelevant auch für die Aktienmärkte. Und hier sehen wir mal, was das Problem der ganzen Geschichte ist. Das Volumen, das hier an Anleihen emittiert wird, wird immer größer. Kürzlich hatte man erklärt seitens des US-Finanzministeriums, dass kürzer laufende Anleihen, dass da das Volumen erhöht wird. Das zweite Mal in relativ kurzer Zeit, dass man also immer mehr Geld, immer mehr Schulden aufnimmt. Und wo viel Angebot ist, muss die Nachfrage her. Und das ist das große Problem, das eigentlich für steigende Renditen spricht in den USA. Auch wenn natürlich die Märkte erwarten, dass die Zinsen senken oder gesenkt werden. Hier sehen wir mal, alle sind im Grunde der Auffassung, dass die Renditen fallen, aber allein das schiere Verschuldungsemissionsvolumen, das spricht doch eher dagegen. Die Renditen, wie gesagt, sind sehr, sehr wichtig. Das hat dann dazu geführt, dieser Anstieg der Renditen gestern infolge dieser Auktion, dass die Wall Street doch teilweise bei manchen Indizes wie dem Dow ins Minus gerutscht ist. Auch der Nasdaq hat seinen starken Gewinn deutlich eingeschränkt. Es waren gestern wieder ganz, ganz wenige Aktien, die überhaupt das Bild wieder geschönt haben, vor allem eine Nvidia, die hier das Ganze schöner hat ausschauen lassen auf Indexebene, als es eigentlich auf Aktienebene ist. Und eine Microsoft, die gestern die 3-Billionen-Marke ja hat überspringen können. Das Tempo der Rallye an den Märkten macht selbst Bullen wie Ed Yardeni nervös. Und hier geht es vor allem um diese Magnificent Seven. Gucken wir uns mal an. Die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49, der S&P 500, dagegen nur von 17. Also die anderen Aktien sind durchaus moderat, vernünftig bewertet, kann man sagen. Aber 49 ist schon so ziemlich beste aller Welten. Gerade Apple, ich hatte das immer wieder gesagt, dessen Geschäft eher schrumpft als wächst. Das ist es, die sogenannte Ausweitung eben von Bewertungsniveau, die hier praktisch die Aktien immer teurer gemacht hat. Schauen wir hier mal auf den vierten Handelstag in Folge, nachdem der S&P 500 ja noch mit einem kleinen Plus geschlossen hat, war das jetzt der vierte Allzeithoch-Rekord-Schlussstand in Folge. Wir hatten einmal im Jahr 2022 die ganze Geschichte, im Jahr 2021 war das durchaus gängig mit 70 Tagen. Also mal sehen, ob diese Strecke heute fortgesetzt wird oder eben nicht. Die Stimmung ist weiter sehr euphorisch. Hier die Privatanleger, 39,3% Bullen. Viele sind jetzt allerdings ins neutrale Lager abgewandert, nur 26% Bären. Fear and Greed Index bei 76, also extreme Gier. Und da sehen wir auch Put-Call-Ratio. Also sehr, sehr viele Calls, also Wetten auf steigende Märkte, sehr wenige Puts, Absicherung für fallende Märkte. Und das heißt nicht, dass jetzt die Märkte sofort fallen, weil dieses Put-Call-Ratio so extrem niedrig ist. Aber es zeigt, dass wenn da was passiert, es dann schon unschön werden kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite werden diese Calls irgendwann eben auch verkauft. Das heißt, Market Maker würden dann diese Hedge-Positionen, die sie auf der Long-Seite haben, dann auch eindecken. Hier sehen wir, dass der S&P 500 durchaus an ein relevantes Niveau gekommen ist im Wochenchart mit negativen Divergenzen, vor allem im RSI. Also
Viel Luft sehe ich jetzt nicht mehr nach oben beim S&P 500, nachdem man gestern die mental ja so wichtige 4900er Marke erreicht hatte. Und Nolting von der Deutschen Bank, der sagt also, die Märkte könnten jetzt mal 10% fallen. Das würde bedeuten, dass alle Kursgewinne, wenn es denn so einträte, seit Anfang November, seit diese Rallye eingesetzt hat, wieder futsch wären. Da werden interessante Gründe aufgezählt für diese Auffassung, weil man eben sagt, naja, es ist ein bisschen teuer, es ist ein bisschen zu heftig, ein bisschen zu optimistisch, vor allem in Sachen Zinssenkungen, denn die Fed wird nur dreimal, so sagt Nolting von der Deutschen, die Zinsen senken. Er erwartet auch, dass jetzt wieder mehr Geld nach China fließt. Das ist durchaus eine vielleicht gar nicht so blöde Erwartung. Mal sehen, wie es kommen wird. Und hier eben vielleicht auch noch ein Punkt, dieser Optimismus in Sachen Wirtschaft. 79% aller Dickfische, die von der Bank of America befragte werden, erwarten jetzt ein Soft Landing. Das ist nochmal eine Steigerung zu den letzten Werten. Also niemand denkt an eine Rezession, aber wir haben heute zum Beispiel STMicro bekommen, Chip-Konzern, der Chips eben für die Industrie herstellt, und der sagt, also STM sagt, die Nachfrage ist weiter sehr schwach, wird sogar noch schwächer. Das spricht jetzt nicht gerade für eine super Erholung der Wirtschaft, aber die Dinge sind momentan kompliziert. Teilweise bekommen wir sehr gute Daten, gestern Einkaufsmanager-Indizes USA, teilweise bekommen wir sehr schwache Daten, also man weiß nicht genau, woran man ist. Vielleicht wissen wir ein bisschen mehr heute, dann 14:30 Uhr, da wird vor allem das US-BIP kommen, erste Veröffentlichung für das vierte Quartal, Erstanträge würden kommen, etc., etc., das wird also interessant, oder? Und dann haben wir hier noch die Zinssenkungserwartungen, die fallen. Wir sehen das jetzt weiter hier, die Wahrscheinlichkeit, dass im März die Zinsen sinken, eher ungünstig ist, nur 42%, gleich bleiben 56%, und wir sehen hier auch oben in dieser Grafik, die Erwartungen für Zinssenkungen sind deutlich zurückgegangen für das Gesamtjahr 2024, nicht nur für den März. Also das wird jetzt auf die Probe gestellt. Und heute haben wir die erste Probe in Gestalt von Christine Lagarde, die ja kürzlich schon gesagt hat, ja, vielleicht ab Sommer werden wir die Zinsen senken. Die Märkte waren ja eigentlich schon von April ausgegangen. Man weiß natürlich nicht, wie die Wirtschaftsdaten jetzt noch reinkommen, aber ich bin gespannt, wie Lagarde sich äußern wird, ob sie da ein bisschen dagegen schießt oder wie sie hier versucht, die Dinge zu vermitteln. Nächste Woche ja dann die Fed, nächsten Mittwoch, und Scholz hat sich jetzt mal wieder geäußert und praktisch gesagt, dass der klimaneutrale Umbau des Landes ungewiss ist, und das Handelsblatt kommentiert, das Land wird damit zum Versuchslabor. Deutschland dürfte ja der Inflationstreiber schlechthin sein, dann in der Eurozone, was es der EZB schwer macht. Hier sehen wir mal die Kosten für eine Kugel Eis, wie Jürgen Trittin die Energiewende klassifiziert hat. Die liegen bei 1,11 Billionen Euro. Das ist also wahrscheinlich die teuerste Kugel Eis, die jemals in irgendeiner Form überhaupt nur verspeist werden konnte. Und noch wissen wir nicht, ob das Ganze funktioniert. Gucken wir mal auf Konjunktur in Deutschland, neue Daten, Auftragseingang im Baugewerbe ist im Vergleich zum Oktober 23 um 7,4% gesunken. Wir sehen, dass vor allem jede dritte angebotene Immobilie derzeit am Markt hat eine Energieeffizienzklasse schlechter als E, also ein riesen Sanierungsbedarf. Das ist ja das, wo auch die Energiewendepolitik ran wollte. Wollte ja sogar solche Sanierungen verpflichtend machen. Aber das sind Riesenkosten, die auf die Leute zukommen, ganz klar. Das wird schwer zu stemmen sein. Vor allem auf dem Land ist das ein Problem. Und die Firmen haben ein Problem nicht nur mit hohen Energiekosten, sondern vor allem auch mit diesem Lieferkettengesetz. Das bringt mittlere und kleinere Betriebe an den Rand der Verzweiflung. 92% der Unternehmen sagen, dass der bürokratische Aufwand sehr hoch oder hoch ist. Hier sehen wir das unten. Ist gut gemeint, ein solches Gesetz. Guckt ihr die Lieferanten an, arbeiten die einigermaßen sauber oder wie, was passiert da? Nur, es ist ein riesen bürokratisches Monster wieder draus entstanden. Aus diesen gut gemeinten, ethisch gut gemeinten Dingen entsteht dann eben in der Folge praktisch eine erneute Bremse der Wirtschaft, und es ist eben vor allem
Was Bauern und Wirtschaft beklagen, ist dieses permanente Vorschriften machen. Einen Tag Hü, anderen Tag Hort. Das ist die Kritik an der Bundesregierung, die, glaube ich, durchaus berechtigt ist. Und dann Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien. Schauen wir uns mal gestern etwa Maischberger an. Da sitzt dann die Ökokommunistin Ulrike Herrmann, die allen Ernstes sagt, ja, aufgrund von Klimageschichten müssen wir im Grunde zurück in die 1970er Jahre, respektive in die Struktur, wie sie etwa die Briten während des Krieges hatten, wo du dann bestimmte Lebensmittelkarten bekommst und so weiter. Die sitzt also allen Ernstes, wenn es zu Fragen der deutschen Wirtschaft geht, in dieser Talkshow, neben Kevin Kühnert, einer, der auch noch nie gearbeitet hat und die Wirtschaft oder nicht weiß, was wirklich Wirtschaft ist, sondern sein ganzes Leben nur irgendwie eine Politkarriere verfolgt hat, in Gremien gesessen ist. Und hier sehen wir, wenn Talkshows über Wirtschaft sprechen, sind nur 9% der Gäste wirklich Vertreter auch der Wirtschaft. Sprecht doch mal mit den Leuten, die damit zu tun haben, statt mit irgendwelchen Philosophen, die immer nur Verteilung wollen, wie Kühnert und Herrmann. Aber irgendwo muss es reinkommen, bevor ich es verteilen kann. Diese Herrschaften sorgen dafür, dass das Volumen dessen, was verteilt werden kann, geringer wird. Was wird sagen heute Lagarde, Madame? Wird sie die Zinsen halten? Das dürfte sehr wahrscheinlich sein, aber vor allem, wie dürfte ihre Rhetorik ausfallen? Das ist die erste Empfehlung für als Artikel heute. Die zweite, Elöno, einer meiner allerbesten Freunde, jetzt mit diesem Rückschlag, Aktie minus 6%. Warum, wieso, weshalb? Ist die Wachstumsstory vorbei für Tesla? Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Nächsten Dienstag, 30.01. 19 Uhr, Webinar mit Giovanni Ciccivelli, News Trader, Day Trader und Jens Czarnowski. Und da werden wir sprechen. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, einfach anmelden. Tut nicht weh, kostet nichts und macht Spaß. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.